Ja, Mann! Das ist nicht dein Ernst! Ja, Mann! Das ist nicht dein Ernst! Nicht dein Ernst! Salü, meine lieben Freunde! Hier zu einer kleinen Aufnahme. Survival Games, jetzt laggt es gerade noch ein bisschen, aber. Ja, so, okay, welche Map? Survival Games 4 dürfte das sein. Oh shit, der Technik-Launcher. Okay, ich habe mir gedacht, ich nutze eine schöne Aufrunde. Eine schöne Aufnahme Survival Games, um über einige Sachen zu berichten. Zum Beispiel haben wir 4 Themen auf dem Radar. So sagt man das ja heute. Ja, fangen wir mit dem ersten an. Eine ziemlich erfreuliche Nachricht. Max hat angefangen mit seinem eigenen Kanal. Er hat den einen Tag seine eigene erste Trouble in Mineville Runde aufgenommen. Er ist jetzt nicht gerade, also er ist noch nicht, ich will jetzt nicht sagen, noch nicht fortgeschritten. Naja, also eigentlich ist sein Video relativ gut. Und gebt's euch auf jeden Fall. Wow, shit, da hat einer ein Schwert. Das war so klar. Ich gehe in den Kanal. Ich habe direkt 2 Herzen verloren, naja. Ich finde, da soll ich mal echt eine Grace Period einbauen. Ah, Goldschwert. Ja! Jeder, der kommt, ne? Oh, shit! Jeder, der kommt, der weiß Bescheid. So, okay, ja. Erste Trouble in Mineville-Folge von Max. Sein Kanal heißt Magetri-LP. Ich werde durch seine erste Runde auf jeden Fall verlinken. Yo! Ich das nur mit Gitarre? Ah, guck. Oh, Steinschwert. Geilo! Und Stecker. Oh Mann, das ist nicht eine Glücksrunde. Und keiner ist hinter mir. Irgendwie. Hinter, vor mir. Der nächste, der kommt, ne? Jo. Rüstung. Wenn man das nicht so Rüstung nennen kann, aber. Es ist Rüstung. Okay, ich komme hier ganz vom Thema ab. Wie gesagt. Erste Folge SPPVP-Runde in der Beschreibung von Max. Gibt sich auf jeden Fall. Geile Runde. Geiler Kanal. Hat auf jeden Fall Potenzial. Und damit kommen wir zum... Ich bleib mal bei den erfreulichen Themen. Zum zweiten Thema. Achso, übrigens mein Resource Pack FGD Craft. Ja. Falls einer von euch wundert, hä, warum kein Zwax? Das sieht ja fast so aus wie Default. Aber das ist kein Default. Nee. Das ist, ja, R3D Craft. Geiles, Ressource. Geiles, So. Zweites Thema. Ein wieder erfreuliches Thema. Ich arbeite sozusagen an einer Serie, die regelmäßig kommen soll. Ich bin mir unsicher, ob ich es... oh Gott, ich fange hier Sachen an, die ich nicht weiter reden kann, ne? Also, ich kann nicht reden. Ich bin mir unsicher, ob ich sie machen soll. Es wird nämlich... Es sollte nämlich eine News-Sendung sein, die sich nur um Minecraft dreht, also um Minecraft und der deutschen Minecraft. Oh, noch ein Steinschwert. Der deutschen Minecraft. Wer ist denn hier noch? Mann! Ich kann hier nicht vernünftig reden. Ja. Und der deutschen Minecraft Community, also was YouTube angeht. Halt News, was ist in letzter Zeit passiert, dies, das, Ananas. Ne? Oh Mann, warum leckt's? Ja, es ist, ja, geht doch. Was soll ich machen? Also Minecraft News,
könnte ich ein Studio für aufbauen? Ah, hier war ich schon dran, ne? Ja. Minecraft News bin ich schon am Arbeiten, bin ich schon am fast schon vorproduzieren. Ich hab Wolle, Alter, was los? Wolle. Ja, finde ich auch. Ich habe Samen. Oh Mann, alles nur unbrauchbare Rüstung hier. Oh shit. Ja, Mann. Das ist nicht dein Ernst. Behindert. So. Alter, das ist einfach draußen gelandet. Was für eine Scheiße. So. Das war, hier dürfte er schon. Hier ist noch Weizen. Ja, genau. Also drittes Thema. Jetzt kommen wir eher zu den unfreudigen Themen. Das dritte Thema ist noch, naja, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen kann. Und zwar plane ich, mein Intro zu verändern beziehungsweise ein komplett neues zu machen. Also ihr kennt ja mein Intro, das ist relativ schlecht animiert. Das wurde, also das ist nicht nur meine eigene Meinung, sondern es wurde mir auch schon ziemlich oft gesagt. Und deswegen habe ich geplant, das mal ein bisschen zu verändern, weil es ziemlich unhochwertig ist und einen schlechten Eindruck von mir und meinen Videos vermittelt. Deswegen entweder kaufe ich mir eins bei einem Profi oder ich bin mir gar nicht, dass ich so eine Flasche habe. Oh Gott, nein, das esse ich bestimmt nicht. Oder halt, ich verändere mein Intro, meine Animation in meinem Intro, die ich halt jetzt schon habe. Und ich, ja, schreibt mal Hashtag neu, wenn ihr Neues wollt, in die Comments. Also entweder ein komplett neues von mir animiert oder ein neues gekauftes. Oder schreibt Hashtag alt neu, wenn ihr das alte behalten wollt, weil ich finde, das ist auch so ein, da ist ein persönlicher Touch von mir drin. Und das wäre halt nicht mehr so, wenn ich das einfach von einem Profi machen lasse. Und ja, schreibt Hashtag alt neu, wenn ich mein Intro bessern soll. Okay. So, ja, hätten wir schon drei Themen besprochen. Das vierte Thema, und zwar das langwierige Thema. Ah, guck mal. Das ist das ziemlich langwierige Thema Hexenprojekt. Oh, guck mal, hier endlich eine Kappe. Weil das Hexenprojekt ist eine Sache, die mir ziemlich auf dem Herzen liegt. Da wir da ziemlich Herzblut reingesteckt haben und alles. Hehe, hat reingesteckt gesagt. Aber es ist halt einfach so, es ist für mich nicht so gut gelaufen, alle Folgen vom Hexenprojekt. Oh shit, es leckt. Oh Mann, warum leckt das denn so? Ohne Witz. Ich habe Optifine sogar drin. Na egal. Ja, für mich lief das halt nicht so übel, super gut, weil nichts Besonderes. Warte, ich lade hier mir mal alle meine Sachen ab, die ich nicht brauche. Und das behalte ich mal. So, das dürfte erstmal reichen. Ist hier irgendwo einer? Ja, das Hexenprojekt. Es lief für mich nicht gut, weil es fast die ganze Zeit geleckt hat. Und wie ich schon wirklich öfters betont habe, ich habe noch ca. 20 Parts im Programm. Und das ist jetzt meine Frage eigentlich. Soll ich diese Parts weiter benutzen? Also noch hochladen? Weil ich das ziemlich lange her ist, dass ich eine Folge vom Hexenprojekt hochgeladen habe.
dachte gerade, hier würde irgendwas rumliegen. Oder soll ich das komplette Hexenprojekt auf meinem Kanal einfach schließen? Also das gar nicht mal hochladen und es für mich beendet haben lassen. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade das Video aufnehme, spielt eigentlich keiner mehr von uns Hexenprojekt. Es, also Max hat mir erzählt, er würde noch spielen, aber irgendwie scheint der Server down zu sein, obwohl er auf der Nitrato-Seite noch... Oha. Ach, guck mal. Ach, guck mal. So, super. Wie viele sind noch? Ah, Mano! Okay, und da hatte ich vor, das relativ demokratisch zu machen. Und zwar, damit ich jetzt nicht zu viele Likes krieg. Gebt mir ein Dislike, wenn ihr wollt, dass das Hexenprojekt beendet wird. Gebt mir ein Like, wenn ihr es weiterhaben wollt auf meinem Kanal. Boah, ich hoffe, das ganze Schweigen auf in diesem Video werde ich mit meiner Hintergrundmusik schön untertönen können. Oder wegmachen können. Ah, eine Sumpfhütte. Jetzt habe ich aber Angst. Was kann hier denn sein? Oh. Ein Ofen. Ich behalte mal einen noch. Ah, ich hätte hier... Habe ich das falsch betrachtet? Direkt weg einfach. Die. Nein, die Angel geht ja nicht. Mann, ja. Ja, doch, geht. Na, egal, nehme ich das ja aus. So. Alles klar. Ich müsste eigentlich langsam mal die anderen Spieler finden. Oh, noch 40 Sekunden. Und ich habe kein besseres Schwert. Und kein Enchantment Table. Gibt es hier überhaupt Enchantment Table? Auf mein Survival Gameplay. Ich weiß es nicht. Ja, damit werden alle Themen eigentlich abgehakt. Also bevor jetzt das Deathmatch startet, würde ich ganz gerne sagen nochmal. Hashtag neu für ein komplett neues Intro. Wenn euch das alte komplett nicht gefallen hat, auch wenn es irgendwie besser, wenn ich es irgendwie besser mache. Und Hashtag alt neu, wenn ich das alte ein bisschen verbessere. Oh, ich habe nicht mal einen Bogen. Ja, ich bin im Deathmatch. Ich und 10 Tokens. Und eine Goldbrustplatte. Sprintbug, Sprintbug. Nein, das gilt nicht. Ich hatte. What the fuck seid ihr? Hahaha, noobs. Toll, super. Ah, geil. Okay, der eine ist schon gestorben. Wow, der hat Pfeil und Bogen und die sind ein Team. Ey, das ist unfair. Ich kann eigentlich nur verlieren. Also, ich spiele es taktisch. What the fuck? Ey, wenn die jetzt schauen, davon. Wow! Ja, okay. Leute, ich bin gestorben, ich habe verloren und ich bin schlecht. Ich weiß, spammt alle meine Kommentare voll. Eriko, du bist voll schlecht. Mein Gott, das geht doch so nicht an. Also, wie gesagt, Hashtag neu für ein neues Intro, Hashtag alt neu für ein altes Intro. Like, wenn es nicht weitergehen soll und dislike, wenn es weitergehen soll. Nein, andersrum. Like, wenn es nicht weitergehen. Nein. Like, wenn es weitergehen soll. Pass auf. Like, wenn es weitergehen soll. Und dislike, wenn es nicht weiter. Bin dumm. Also like, wenn es nicht weitergehen soll und dislike, wenn es weitergehen soll. So. Nein. Ah. Oh. Also like, pass auf. Jetzt mein letzter Entschluss. Like, wenn es weitergehen soll, dislike, wenn es nicht weitergehen soll. Ja. Yeah. Boom. Tschüss.